Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Grundversorger, den Stromgrundversorger. Wer ist das eigentlich? Welches Unternehmen übernimmt diese Aufgabe? Grundsätzlich ist es das Energieunternehmen mit den meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet. Was ist jetzt ein Netzgebiet? Schlussendlich ist es ja auch ein geografisch abgrenzbares Gebiet, welches eben von einem Stromnetzbetreiber, von einem Gasnetzbetreiber ja verwaltet wird, bewirtschaftet wird. Das Ganze passiert auf Grundlage von einer Konzessionsvergabe. Das bedeutet wiederum, dass eine Gemeinde, ein Landkreis einem Stromnetzbetreiber, einem Gasnetzbetreiber das Recht gibt, in diesem Gemeindegebiet ja die Stromleitung zu bauen und zu bewirtschaften oder eben die Gasleitung zu bauen und zu bewirtschaften. Und dann ist es eben ein Netzbetreiber, der für diese Region zuständig ist. Und wiederum das Unternehmen, was in dieser Region, dieser abgegrenzten Netzgebietsregion, die meisten Haushaltskunden versorgt. Dieses Energieunternehmen ist eben der Grundversorger. Was macht der Grundversorger? Wie der Name schon andeutet, übernimmt er die Grundversorgung und das ist praktisch, ja, das bedeutet, wenn ich irgendwo einziehe, ganz neu einziehe und ich mache den Lichtschalter das erste Mal an und ich verbrauche das erste Mal Strom, dann bin ich Kunde in der Grundversorgung, weil ja der Strom immerzu fließt und es schlussendlich ja immer bei uns in der Energiewirtschaft nur um eine bilanzielle Abgrenzung im Hintergrund geht, um Abrechnung schlussendlich von Energiemengen, die irgendwo dann mal geflossen sind, müssen wir ja irgendwie von dem ersten Moment des Stromverbrauchs an einen Energieversorger zuordnen. Und solange sich der Kunde nicht vorher schon darum gekümmert hat, dass er ab dem Einzugsdatum bei seinem beliebigen Stromversorger ist, wenn er das also nicht getan hat, dann landet er automatisch bei dem Grundversorger. Das sorgt eben im Prinzip dafür, dass keine Energiemengen ohne Zuordnung irgendwo fließen würden. Dafür gibt es diese Regelung und zwar im Energiewirtschaftsgesetz. Das hat mit der Neuerung, die 2005 in Kraft getreten ist, praktisch ab 2006 die Grund- und Ersatzversorgung eingeführt. Zur Ersatzversorgung gab es auch schon mal eine separate Veröffentlichung von mir. Da geht es ja darum, wenn praktisch die eigene Versorgung unterbrochen wird und man jetzt einem ja, Ersatzversorger zugeordnet wird, damit immer noch irgendwo ein Vertragsverhältnis besteht. Die Grundversorgung ist praktisch nicht diese Notfallversorgung, sondern ein ja auch über Jahre hinweg potenziell laufende ja, Grundversorgung eben. Wie gesagt, hat das Energiewirtschaftsgesetz ab Wirkung Mitte 2006 diese Grundversorgung eingeführt. Das heißt, zu diesem Moment war das erste Mal das Energieunternehmen, was in einem Netzgebiet die meisten Kunden versorgt hat, der Grundversorger. Der Grundversorger wird alle 3 Jahre neu bestimmt. Das heißt, wir hatten dann 2009, 2012, 2015 und dann jetzt Mitte 2018 wieder einen Stichtag, praktisch zum 1. Juli 2018. Welcher Energieversorger hat in einem Netzgebiet die meisten Kunden? Der wird dann praktisch ja bestimmt, der wird gemessen über den Netzbetreiber, der kann schlussendlich ja feststellen, wie viele der Netzanschlüsse in seinem Gebiet bei einem bestimmten Energieversorger zugeordnet sind. Und der da eindeutig die meisten Kunden hat, der ist eben Grundversorger. Das ist ja im Regelfall ein Stadtwerk, was vor Ort tätig ist. Das ist ein Regionalversorger, der übergreifend tätig ist. Oder dann eben auch eines der großen Energiekonzerne. Eben das Unternehmen, was die meisten Kunden vor Ort überzeugen konnte. Diese Auszählung wird dann praktisch veröffentlicht bis zum ja, September des jeweiligen Jahres, in dem diese Bestimmung stattfindet. Das heißt, zum 30. September 2018 wurde festgestellt, wer ist eben vor Ort der Grundversorger. Dann konnte innerhalb eines Monats Beschwerde eingelegt werden, wenn es zum Beispiel gar nicht so klar war, wenn also vielleicht zwei unterschiedliche Energieunternehmen fast gleich viele Kunden vor Ort haben und es so Streitigkeiten gibt, dann konnte man da eben eine Beschwerde als Energieunternehmen bei der zuständigen Landesbehörde einlegen. Und dann muss tatsächlich ja praktisch ausgezählt werden. Dann ist es also tatsächlich eine ja, Bemessung nach ja, absoluter Größe, wie viele Kunden sind konkret bei welchem Versorger. Und der ist dann am Ende eben offiziell neuer Grundversorger. Und zwar immer mit Wirkung zum 1.1. des nächsten Jahres. Das heißt, seit Januar 2019 gibt es jetzt wieder neue Grundversorger. Wer das ist, das steht schlussendlich im Internet. Am einfachsten ist es, bei dem jeweiligen Stromnetzbetreiber oder Gasnetzbetreiber herauszufinden, wer das vor Ort ist. Das kann man schlussendlich auch über Online-Datenbanken, über Google herausfinden. Grundversorger Buxtehude, dann kommt eben heraus, dass es die Stadtwerke Buxtehude sind. Ganz klar. Diese ja, Neuvergabe zum 1.1.2019 läuft jetzt also bis Dezember 2021.
Heißt aber auch, dass Mitte 2021 wieder ein Stichtag zur Bemessung des Grundversorgers stattfindet und dann eben zum Januar 2022 wieder ein neuer Grundversorger oder eben der alte die Verantwortung für ein bestimmtes Netzgebiet bekommt. Was passiert denn, wenn ein Grundversorger wechselt? Also wenn es tatsächlich mal ein neues Energieunternehmen geschafft hat, die meisten Kunden zu haben. Die Kunden, die bisher bei diesem Grundversorger im Grundversorgungstarif sind, die bleiben bei diesem Energieunternehmen. Die wandern praktisch mit und werden ab sofort nicht mehr in einem Grundversorgungstarif sein, ganz klar, weil er ist ja nicht mehr Grundversorger. Die werden jetzt praktisch zu einem Sondervertragskunden, wie man so schön sagt. Haben also einen ganz normalen Strom- oder Gasvertrag. Alle Kunden, die jetzt ab sofort wieder neu irgendwo in eine Grundversorgung fallen würden, die fallen dann eben beim neuen Grundversorger in die entsprechende Versorgung. Heißt aber tatsächlich, wenn man im normalen Grundversorgungstarif ist und es wird ein neuer Grundversorger bestimmt, dann wechselt man nicht automatisch per Lieferantenwechsel zu diesem neuen Grundversorger, sondern man bleibt bei seinem alten Energieversorger weiterhin in der Belieferung. Nur eben nicht mehr zu den Rahmenbedingungen der Grundversorgung, denn die sind ja in der Stromgrundversorgungsverordnung und in der Gasgrundversorgungsverordnung genau bestimmt. Schlussendlich müssen da veröffentlichte Belieferungsbedingungen und veröffentlichte Preise immer als Grundlage genommen werden. Da muss man sehr fair versorgt werden. Ist immer etwas teurer als ein normaler Tarif, aber es sind eben veröffentlichte Rahmenbedingungen, die da immer angewendet werden müssen. Bei einem normalen Sondervertragskunden, also bei einem ganz normalen Lieferverhältnis, ist es ja ein bisschen anders. Da gibt es individuelle Rahmenbedingungen, individuelle Vertragsbedingungen und vor allem auch Vertragslaufzeiten. Das heißt, eine Kündigungsfrist von einem Jahr, von 2 Jahren kann schlussendlich da zustande kommen, indem man sich ja praktisch an einen Versorger bindet. Bei der Grundversorgung gibt es das nicht. Bei der Grundversorgung kann man immer mit den klassischen 2 Wochen zu einem neuen Lieferanten wechseln. Und das sind schlussendlich die Rahmenbedingungen der Grundversorgung. Das regelt eben, wer ist der Grundversorger. Im Energiewirtschaftsgesetz und in der Strom- und Gasgrundversorgungsverordnung ist ganz klar gesagt, das Energieunternehmen mit den meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet. Habt ihr irgendwelche Fragen zur Grundversorgung? Schreibt ihr in die Kommentare. Ansonsten liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.